Wo die Gelpe in den Mausbach mündet, befindet sich der letzte funktionierende Schmiedekotten des Gelpetals, der Steffenshammer. Dessen Geschichte kennt Dieter Ort, für Führungen zuständiges Vorstandsmitglied des heutigen Besitzers des Fördervereins für historische Schmiedetechnik, Steffenshammer e.V. Hier war wohl eine Kleinschmiede vor etwa 150 Jahren, aber auch gleichzeitig eine Wohnstätte für die arbeitenden Gesellen hier. 1930 war es dann so, das wurde umgewidmet zu einem kleinen Wohnhaus und das war der Vorteil für eine Witwe mit 6 Kindern, der man dann dieses Häuschen hier zur Verfügung gestellt hat. Und so war dieser Raum hier, wo wir jetzt stehen, der Universalraum für alle Dinge des täglichen Lebens. Das heißt, es war das Esszimmer, es war der Waschbereich, es war die Küche. Also all das, was wir heute getrennt haben, das fand hier in diesem Raum statt. Interessant ist dann noch, über eine Stiege musste dann die Familie nach oben steigen. Dort lagen Strohmatratzen auf der Erde, immer so groß, dass 3 Kinder gleichzeitig auf einer Matratze schlafen konnten. Ja, und die Mutter wird sicher auch mit dem Baby da geschlafen haben. Das Leben der Schmiede bot also wenig Platz für Romantik. Der Steffenshammer wurde 1746 anstelle eines Vorgängers errichtet. Bis 1928 wurde hier noch voll und bis 1958 noch gelegentlich gearbeitet. Als einziger funktionstüchtiger bergischer Wasserhammer verfügt der Steffenshammer noch heute über die ursprüngliche Bau- und Antriebsart aus dem 18. Jahrhundert. In einem Teich wurde abgezweigtes Wasser aus dem Gelpebach aufgestaut. Damit wurde bei Bedarf ein Wasserrad angetrieben. Zuvor musste allerdings das gewünschte Material auf Schmiedetemperatur erhitzt werden. Der größte Hammer ist bis heute ein sogenannter Schwanzhammer mit hölzernem Viergespann. Der Schmied konnte mit einem Hebel eine Schleuse öffnen und das Wasserrad in Bewegung versetzen. Die Wasserkraft trieb über Transmissionen und Zahnräder den Schmiedehammer an. Ja, 1580 war dann hier der erste wassergetriebene Hammer, entwickelt von dem Wissen der Waldschmiede hier. Und nachdem diese Entwicklung hier so vorteilhaft gewesen ist, bedeutete das, dass so ein Hammer das 25-fache eines Handschmieds leisten konnte. Eine technische Revolution. Anfang des 20. Jahrhunderts kam dann auch der Strom ins Tal. Elektromotoren zum Antrieb der Hämmer wurden aber nur im Notfall eingesetzt. Und was wurde geschmiedet? Alle Werkzeuge, die man im bäuerlichen und im Hausbereich brauchte, wurden hier in den Hämmern hergestellt. Zum Beispiel eine Sichel für den Hausgebrauch oder die Sense für den Bauern. Und bei der Sichel ist es sicher interessant, sie wurde zu 100.000 hergestellt und hat dann ihren Platz heute im Remscheider Wappen gefunden. Der Name geht auf die einstigen Besitzer zurück. Ja, ab 1746 hatte das die Familie Steffens hier gebaut. Und das Beste, wo man mit Geld verdienen konnte, war der Raffinierstahl. Das heißt, dass man Eisen durch Schmiedetechnik in Stahl umwandelt. Allerdings hat sich dann der Jakob Steffens sehr schnell darauf spezialisiert, sehr biegsame Zimmermannswinkel herzustellen. Und mit dieser Arbeit hat er bis 1965 sein Brot verdient. Der Steffenshammer, ein Kleinod der Industriegeschichte.